In der Bautzner Altstadt haben vorbereitende Arbeiten für den Bau einer neuen Wohnanlage für Senioren begonnen. Sie soll auf der bisherigen Freifläche an der Einmündung Boglehn-Münzgasse entstehen und einmal 34 Wohnungen bieten. Zudem sind eine Tagespflege und eine Wohngemeinschaft für Demenzkranke vorgesehen. Mit dem Neubau verschwindet eine der letzten Baulücken im Altstadtbereich. Gegenwärtig finden dort archäologische Untersuchungen statt, da der Bereich einer der Brennpunkte in der Bautzner Stadtgeschichte ist. In unmittelbarer Nähe sanieren dieselben Investoren und Architekten übrigens das sogenannte Klosterhaus an der Petrikirche, in dem ebenfalls seniorengerechte Wohnungen entstehen sollen.